Was geht, meine Freunde? Ich bin's, Execute, und wie man nur schwer erkennen kann, habe ich wieder mal was mitgebracht. Diesmal das Acer Predator 17. Und ohne viel Gelaber zischen wir mal gleich zu den Specs. i7-6700HQ mit 4x2,6 GHz und dem Turbo Boost taktet sich das Biest auf 3,5 GHz. Eine Grafikkarte ist natürlich auch verbaut und hier haben wir die GTX 1070 8 GB GDDR5. Lässt natürlich ältere Modelle alt aussehen, aber ich denke immer, das sollte jeder mittlerweile wissen. 16 GB DDR4 lässt sich easy auf 64 GB RAM erweitern. Wer das braucht, gönn dir, Bruder, 16 GB zum Zocken, vollkommen in Ordnung. 1 TB HDD plus 256 GB SSD. Es gibt aber auch Modelle mit 2 TB HDD und sowie 2x512 GB SSD im RAID. Wir haben einen 17 Zoll Display Full HD mit 75 Hertz, glaube ich, und einen IPS Panel. Und natürlich G-Sync. Es gibt aber auch Modelle mit bis zu 4K, also beziehungsweise eine 4K Auflösung. Es kommen bestimmt wieder einige und fragen so: Bruder, was ist denn G-Sync? Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Also, Tearing, Ruckler oder Eingabeverzögerungen müsste eigentlich jeder kennen. Gerade bei zum Beispiel schnellen Spielen oder so kommt zum Beispiel Tearing sehr oft zum Einsatz, wenn man jetzt zum Beispiel kein V-Sync aktiviert hat. Und hier greift halt G-Sync ein. Die Technologie von Nvidia synchronisiert also deinen Bildschirm bzw. die Wiedergaberate, die FPS vom Bildschirm mit dem Grafikprozessor. Ne? Und dadurch wird dann halt das Tearing sowie die Eingabeverzögerung oder Ruckler minimiert. Man kann natürlich auch V-Sync aktivieren, aber dann hat man meistens eine Eingabeverzögerung. Ne? Wie ich finde, merkt man die auch ziemlich krass. Deswegen, ich bevorzuge G-Sync. Seitdem ich G-Sync habe, möchte ich auch nichts anderes mehr haben, weil G-Sync ist einfach Bombe, meiner Meinung nach. Aber das ist jetzt kein Sellout oder so. Ich finde, dass das Thema mit G-Sync ist eigentlich ziemlich komplex, aber der Unterschied, den merkt man wirklich. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Unten in der Beschreibung habe ich mal einen Link reingepackt, da könnt ihr euch mal ein bisschen erkundigen. Ist ein kleiner Text, wo auch genau geschrieben wird, wie das überhaupt zustande kam mit G-Sync. Gönnt euch mal und dann werdet ihr auf jeden Fall schlauer. So, weiter geht's. Das Predator 17 hat sogar auch ein ziemlich nices Soundsystem verbaut. Das nennt sich Predator Sound Pout 4.2, glaube ich, wird das ausgesprochen. Auf jeden Fall heißt das 2 Lautsprecher und 2 Subwoofer. Natürlich vibriert nicht das ganze Haus, aber man merkt halt, dass die Subwoofer sich zum Beispiel die tiefen Töne schnappen. Dazu sind halt Subwoofer. Und die anderen 4 Lautsprecher sorgen halt für einen klaren Klang. Klingt ziemlich nice, auf jeden Fall. Wir haben ja gerade eben über Nvidia gesprochen und ich denke mal, wir bleiben nochmal ganz kurz bei Nvidia. Das Predator 17 hat auch einen Nvidia Battery Boost verbaut. Damit soll man halt doppelt so lange im Akkubetrieb zocken können. Also das heißt, ohne Netzteil einfach drauf loszocken. Bin ich mal gespannt. Ich habe es noch nicht ganz getestet, aber ich bin da ziemlich positiv eingestellt, dass das funktionieren wird. Auch noch sehr geil, habe ich so an sich noch nie gesehen, beziehungsweise ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Es gibt ein Lüftermodul, was mitgeliefert wird und das heißt, man kann zum Beispiel easy ein Laufwerk ausbauen und dann dieses Lüftermodul einbauen. Wenn du jetzt zum Beispiel kein DVD-Laufwerk brauchst, raus damit, Lüftermodul rein und schon hast du einen kühleren Computer. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache und ist überhaupt nicht laut, finde ich. Also das ist gar nicht laut. So, kommen wir nochmal zu ein paar kleinen Besonderheiten zum Predator 17. VR-ready, das heißt Virtual Reality, ist überhaupt kein Problem, alle Anschlüsse sind dafür vorhanden. Predator Dust Defender soll eine wechselnde Luftstromrichtung sein, sodass verhindert wird, dass sich auf den Komponenten im Inneren Staub legt. Ist ein bisschen schwer zu zeigen, weil ich nur ungern das Notebook aufschrauben möchte, aber das klingt auf jeden Fall sehr schön. Also ich denke mal, gerade Staub bei Notebooks ist halt manchmal ein ziemlich großes Problem. Kommen wir zur nächsten Sache. Killer DoubleShot Pro ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von Kabel und WLAN und soll laut Acer dann für eine doppelte oder beziehungsweise eine schnellere Datenübertragung sorgen. Ich denke mal, einige kennen das von euch von zum Beispiel irgendwelchen neuen Handys. Wenn du zum Beispiel WLAN aktivierst und halt deine ganz normale Datenübertragung drin hast, dann kannst du damit auch schneller runterladen. Und ich denke mal, das ist einfach das gleiche Prinzip hier. Auf jeden Fall sehr nice. Man braucht sich um nichts kümmern. Das übernimmt alles der Killer Network Manager. Richtiger Killer. Und natürlich, was ich auch wie immer wieder liebe, ist die RGB-Tastatur, 16 Millionen Farben, alles anpassbar,
Mann, ich könnte mir das die ganze Zeit geben. Einige meinen immer so, ja, RGB, so, das würde voll nerven. Ich finde das mega geil. Es gibt einfach so eine, keine Ahnung, so eine, juhu. Okay, ich höre auch schon auf. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Man kann jetzt auch nicht mehr viel sagen. Sieht auf jeden Fall Hammer aus. Sehr episch, auch mit den LEDs hinten. Beziehungsweise LEDs, diese komischen roten Leuchten hinten. Das Logo hinten wird auch beleuchtet. Also natürlich auch in meiner Farbe. Rot und Schwarz passt perfekt. Sehr schön anzusehen. Und ja, ich möchte mich bei Acer bedanken für die Zusammenarbeit. Unten in der Beschreibung ist ein Link, beziehungsweise mehrere Links, wenn ihr ein paar Infos haben wollt. Wenn ihr Fragen habt, her damit. Und ich versuche euch natürlich wie immer eure Fragen zu beantworten. Das war's von mir. HDGDL, haut da rein.